Rückblickend kann ich sagen, dass ich eigentlich schon immer sportlich war. Das heißt, als ich angefangen habe, überhaupt mich irgendwie sportlich zu betätigen, habe ich sehr, sehr viel getanzt und war schon immer fasziniert von der Formung des Körpers oder was man mit dem Körper überhaupt alles machen kann und wie er aussehen kann durch Training selber, egal welche Art es ist. Und dann habe ich mich dafür interessiert, mich dem einfach mehr zu widmen und zu schauen, was kann ich eigentlich durch Ernährung und Training herausholen. Das heißt, wie kann ich meinen Körper formen, was mich wiederum zu der Beschäftigung mit Bodybuilding geführt hat. Und letztlich wurde ich immer mehr im Fitnessstudio darauf angesprochen, ob ich das professionell mache oder ob ich Wettkämpfe mache, und bin damit dann erst in Berührung gekommen und habe mich für meinen ersten Wettkampf vorbereitet.